Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 2 in unserer Tagesordnung. Für die Rede Europa braucht eine starke Linke erhält unser Parteivorsitzender Oskar Lafontaine das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Dieser Parteitag findet in einer außergewöhnlichen Zeit statt. Ein Zeitabschnitt, der eine ähnliche Bedeutung haben wird für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wie etwa der Zweite Weltkrieg oder der Fall der Mauer. Und die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist ähnlich zu beschreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Frage, ob es gelingen würde, eine demokratische und soziale Gesellschaft aufzubauen. Und da ist dann die Entscheidung getroffen worden, eine Demokratie in der Politik aufzubauen, aber in der Wirtschaft den Absolutismus beizubehalten. Damals sagte ein der CDU angehörender Ministerpräsident, der sich als christlicher Sozialist verstand, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Auf der einen Seite formale Demokratie in der Politik, auf der anderen Seite Absolutismus in der Wirtschaft. Es ist dann so gekommen, wie es in den Jahrzehnten danach gekommen ist, und dann kam der Fall der Mauer. Und hier hatten wir erneut eine Chance, die Chance nämlich, das Eigentum der ehemaligen DDR dazu zu verwenden, um eine demokratische Gesellschaftsordnung aufzubauen. Das heißt also auch, Demokratie in der Wirtschaft zu realisieren. Und das hätte gehießen, dieses Eigentum nicht zu privatisieren, sondern es in Belegschaftsanteile und in demokratische Wirtschaftsstrukturen umzuwandeln. Das war die große Chance der deutschen Einheit. Und jetzt haben wir eine globale Herausforderung. Was derzeit nämlich geschieht, ist eine Enteignung von Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt. Es werden Milliarden verschleudert. Es wurden Milliarden verzockt. Aber diese Milliarden werden irgendwann ja als Rechnungen präsentiert werden. Und die große Herausforderung für uns, für die Linke in Europa und für die Linke in der Welt und natürlich auch für uns in Deutschland ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass diesmal nicht in erster Linie wie in all den Jahrzehnten davor Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner und Sozialbedürftige die Zeche zahlen müssen. Das beginnt ja jetzt schon in Europa. Wir müssen verhindern, dass dieser Prozess weitergeht. Und das kann man vielleicht am besten erklären an dem Fall der Hypo Real Estate, an dieser Bank, die jetzt unvorstellbare Summen verschlingt. Wer hätte sich denn jemals früher vorstellen können, dass mal ebenso beschlossen wird, 100 Milliarden oder mehr bereitzustellen, um eine Bank aufrechtzuerhalten? Und da gibt es dann großartige Diskussionen auf der rechten Seite des politischen Spektrums, ob hier die Enteignung überhaupt zulässig sei. Und dies muss doch für uns die Frage aufwerfen, was heißt eigentlich Eigentum? Wer soll hier eigentlich enteignet werden? Haben diejenigen, die so über Eigentum reden, überhaupt einen Begriff von Eigentum? Ich hatte im Zusammenhang mit der Familie Schäffler, als der Fall noch nicht akut geworden ist, einmal die Frage aufgeworfen, kann eine einzelne Frau mit ihrem Sohn ein Milliardenvermögen erarbeiten? Wem gehört aus welchen Gründen eigentlich was in dieser Gesellschaft? Diese Frage muss die Linke wieder auf die Tagesordnung setzen. Und sie muss sie dann so... Und sie muss sie dann so beantworten, dass natürlich die Eigentumsverteilung in unserer Gesellschaft ungerecht war, dass unsere Wirtschaftsordnung bisher auf der Enteignung der Beschäftigten beruhte und dass es unser Ziel sein muss, den Beschäftigten das Eigentum zu geben, was sie sich erarbeitet haben. Das ist die große Aufgabe der Linken in Deutschland und in Europa. Und diese AEE ist ein Musterfall dafür, dass jetzt wiederum die Menschen enteignet werden sollen. Wir sehen doch, wie in Irland jetzt beispielsweise die Krise gelöst werden soll. Da geht es um Kürzungen im öffentlichen Dienst. Wir sehen, wie das in den baltischen Staaten jetzt losgeht. Da geht es auch um Lohnkürzungen auf breiter Front. Und glaubt denn irgendjemand, wenn es eine schwarz-gelbe Mehrheit in Deutschland geben würde, es würde anders aussehen? Die schwarz-gelbe Mehrheit in Deutschland muss verhindert werden von denen, die sonst die Leidtragenden wären. Das sind die Rentnerinnen und Rentner, die Beschäftigten und die Sozialbedürftigen.
Und was hier geschieht, ist doch, dass einfach Banken durch ihre Fehler in der Geschäftspolitik den Staat, also uns, die Gesellschaft, zwingen, immer mehr Schecks auszustellen, immer mehr, wenn man so will, Verpflichtungen einzugehen. Und hier geht es darum, dass diese Hypo-Real Estate Tag für Tag praktisch den Staat oder die Gesellschaft verpflichtet, weil sie angeblich eine Systembank ist, die Gesellschaft zwingt, Milliardenbeträge zur Deckung bereitzustellen. Deshalb ist etwa eine Verstaatlichung dort nicht eine Enteignung, sondern das ist ein Polizeieinsatz, eine Sicherheitsgewahrsam, damit diese Ausbeutung der Gesamtgesellschaft nicht weitergeht. Das hat doch mit Enteignung überhaupt nichts zu tun. Und die große Herausforderung für uns ist jetzt die, dass wir deutlich machen und dafür werben, dass alle Beteiligten erkennen, dass die Finanzmarktkrise nicht nur entstanden ist, weil beispielsweise die Regulierung fehlte. Dass sie nicht nur entstanden ist, weil einzelne Renditeforderungen hatten, die unverschämt waren und verrückt waren. 25%, jawohl, das sind verrückte Renditeforderungen. Das können nur geistig Irre überhaupt für richtig halten, solche Forderungen, wenn das Sozialprodukt wächst um 3%. Sonst geht darum, dass wir als einzige politische Kraft, die anderen tun das ja nicht, deutlich machen, dass die falsche Einkommens- und Vermögensverteilung die Ursache für die Krise war bei uns und weltweit. Die falsche Einkommens- und Vermögensverteilung. Und das ist ja derzeit auch das Problem. Wenn unten nichts mehr ankommt und wenn sich oben immer mehr ansammelt, dann stellt sich die Frage, wie soll denn das Geld überhaupt in die Wirtschaft zurückfließen? Es ist nun einmal so, dass Geld kann nur in die Wirtschaft zurückfließen, wenn Millionen Geld ausgeben. Es wird nicht in die Wirtschaft zurückfließen, wenn eine Minderheit in der Lage ist, sich Luxusgüter zu bestellen. Das war beispielsweise noch die Überzeugung von Ludwig Erhard, auf den sich viele berufen, die aber offensichtlich nie einen Satz von ihm gelesen haben. Er war nämlich der Meinung, dass der Anstieg der Produktivität Jahr für Jahr in den Konsum fließen muss. Und wir haben in den letzten Jahren unter Führung von CDU, CSU, SPD, Grünen und so weiter den Sachverhalt gehabt, dass der Anstieg der Produktivität, das mehr, was erwirtschaftet wurde, nicht in den Konsum zurückging über die Löhne und die Renten, sondern ausschließlich und allein den Vermögenden zugute kam. Ein Strukturfehler der Wirtschaftspolitik mit verheerenden Folgen. Und deshalb haben wir auch andere Ansätze jetzt, wenn es darum geht, eben, dass der Staat Feuerwehr spielt. Er kann ja gar nicht mehr anders. Selbstverständlich müssen die Banken verstaatlicht werden. Das hat doch Schweden vorgemacht. Als eine Krise war, ähnlich, aber nicht in demselben Ausmaß, haben die Schweden die Banken verstaatlicht, weil das die billigste und die zuverlässigste Lösung war. Es ist doch völlig abenteuerlich, wenn man einer Großbank wie der Commerzbank jetzt 18 Milliarden rüberschiebt und nicht sicherstellt, dass die weiter spekulieren, das Geld in Steueroasen verschieben oder außerhalb der Bilanz verwenden. Wo sind wir eigentlich hier in Deutschland, wenn solche Dinge möglich sind? Und deshalb sagen wir im Industriebereich, und da wird es ja eine ganze Reihe von Maßnahmen geben, wir wollen einen anderen Ansatz als den der Vergangenheit. Wir erklären uns solidarisch mit all den Belegschaften, die jetzt um ihre Arbeitsplätze bangen. An erster Stelle natürlich jetzt die, die im Zentrum der Diskussion stehen, die Belegschaft der Opel-Werke und die Belegschaft auch von Schaeffler und Conti. Und wenn wir darüber diskutieren, ob wir denen helfen können, dann wollen wir weder eben GM helfen, noch wollen wir also Frau Schaeffler helfen oder wem auch immer. Wir wollen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Betriebe helfen. Das ist unser Ansatz. Aber die große Chance besteht jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, nun endlich mal ernst zu machen, dass die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, wenn sie dauerhaft eben Transfers bedeuten, dass sie umgewandelt werden, endlich in Belegschaftsbeteiligungen. Dieses Modell stand am Anfang der Arbeiterbewegung, lest die alten Schriften nach. Die Belegschaftsbeteiligung ist die eigentliche demokratische Form der Wirtschaft. Ihr könnt doch bei der Bahn, bei der Post, bei der Telekom überall sehen, wenn der Staat dabei ist, ist nicht garantiert, dass die Belegschaft geschützt wird. Wenn die Belegschaft selbst entscheidet, dann gibt es keine Privatisierung der Bahn, dann gibt es keine Privatisierung der Sparkasse und dann gibt es keine anderen Privatisierungen. Das sind die Zusammenhänge, die man sehen muss.
Und natürlich ist es selbstverständlich, dass wir hier, wenn wir über die Lösung der Krise reden, in europäischen, ja in globalen Dimensionen denken. Und deshalb möchte ich ganz klar sagen, dieses alberne Getue, dass dort Kandidaturen gegeneinander benutzt worden sind, diese Partei aufzugliedern in Europafreunde und Europafeinde, ist schlicht lächerlich. Hier gibt es keine Europafeinde auf diesem Parteitag. Ich möchte das mal in aller Klarheit sagen. Was soll denn dieses Gequassele? Diejenigen in unserer Partei, die der Auffassung sind, dass der Lissabon-Vertrag einen Fortschritt, einen gewissen Fortschritt bedeutet und dass man daher dem Vertrag zustimmen könne, die sind in der Minderheit. Das ist eine zu respektierende Meinung. Das ist in unserer Partei selbstverständlich, dass solche Meinungen geäußert werden können. Das ist überhaupt keine Frage. Aber genauso wenig ist es zulässig, dass diejenigen, das ist die große Mehrheit, die beispielsweise sagen, wir können keinem Vertrag zustimmen, der zur Aufrüstung verpflichtet, wir als Friedenspartei, dass das keine Europafeinde sind. Wo sind wir denn? Und deshalb sind diese Forderungen, die hier stehen, Solidarität, Demokratie und Frieden für Europa, das sind nicht irgendwelche leeren Formeln, die man auf Plakate schreibt und dann sagt, na wunderbar, wir sind ja alle dafür. Da sind sie alle dafür, alle Parteien im Deutschen Bundestag. Wer aber für ein demokratisches Europa ist, der muss solche entscheidenden Verträgen Volksabstimmungen unterwerfen und nicht eben Regierungen und Parlamente beschließen lassen. Wer für ein demokratisches Europa ist, der muss dem Parlament die Gesetzgebungsbefugnis geben und das Kontrollrecht geben. Die Gewaltenteilung ist doch eine europäische Idee. Es kann doch nicht sein, dass wir gerade in Europa damit anfangen, dass die Regierungen die Gesetze machen. Was soll denn diese Fehlentwicklung der europäischen Gemeinschaft? Wir sind für den Euro und wir haben rechtzeitig und frühzeitig gesagt, der Euro kann allein nicht stehen bleiben. Wir brauchen neben dem Euro auch eine Wirtschaftsregierung. Das war lange Konsens in der europäischen Gemeinschaft, bis es dann anders gekommen ist. Jeder mag dann darüber philosophieren. Aber gerade jetzt hat sich doch gezeigt, wie notwendig es gewesen wäre, diese Wirtschaftsregierung zu haben. Das Gegeneinander der europäischen Staaten, angefangen vor allem von der Bundesrepublik, von Merkel und Steinbrück und wie sie alle heißen, das hat doch eher geschadet, als dass es genutzt hat. Wir, die Linke, wir waren die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die ein europäisch koordiniertes Wirtschafts- und Konjunkturprogramm gefordert hat. Wir haben zur Abstimmung gestellt, alle anderen waren dagegen. Wir brauchen nicht nur eine Wirtschaftsregierung, sondern wir brauchen eine Lohnkoordination auf europäischer Ebene. Wir haben mehrfach im Deutschen Bundestag davor gewarnt, dass die Währungsunion Belastungen unterworfen sein wird, wenn die einen Lohndumping betreiben und die anderen das nicht mitmachen. Wir können das jetzt wie im Lehrbuch verfolgen. Die Staaten, die das Lohndumping nicht mitgemacht haben, haben natürlich erhebliche Probleme mit der deutschen Exportwirtschaft. Wir sammeln in europäischen Staaten Überschüsse an, die enorm sind. Und die Folge ist die, dass immer mehr Unzufriedenheit mit dem Währungssystem entsteht. Und natürlich ist die Folge dann die, dass einige darüber reden, aus dem Währungssystem auszutreten. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht behandeln. Aber die Antwort, die die Deutschen geben müssen, ist eine andere als die der Vergangenheit. Früher konnten die Mitgliedstaaten, wenn sie durch solche Lohndumping-Konkurrenz eben in die, wenn man so will, ins Hintertreffen gerieten, konnten sie abwerten. Dann war dieser Lohnvorteil wieder ausgeglichen. Der Kostenvorteil wieder ausgeglichen. Jetzt ist aber Abwerten nicht mehr möglich, weder für die Italiener, noch für die Spanier, noch für die Portugiesen, noch für andere, auch für Frankreich nicht und andere. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt geht also die Anpassung der Entwicklung oder die Harmonisierung der Entwicklung nur über die Lohnentwicklung. Und das heißt, ich will das in aller Klarheit hier sagen, auch wenn es nicht verstanden wird von der großen Mehrheit der Diskussionsteilnehmer, die Deutschen müssen jetzt im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten Vorreiter sein bei den Lohnzuwächsen. Das ist die einzige logische Antwort auf die Fehlentwicklung in der europäischen Gemeinschaft. Wir fordern nicht nur die vier Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, Volksentscheid, Parlament mit Recht auf Gesetzgebung, eine Wirtschaftsregierung und eine Lohnkoordination. Wir fordern endlich auch Mindeststandards
Standards bei Steuern und Sozialem. Das ist ein linkes Projekt, das die Rechte ständig und überall torpediert. Es darf nicht sein, dass in Europa nach wie vor ein Wettbewerb stattfindet. Wer hat die niedrigsten Steuern für Vermögende, für Zinseinkommen und so weiter? Und wer hat die schlechtesten sozialen Standards und Umweltstandards? Das ist doch unmöglich, dieser Wettbewerb nach unten zu Lasten der großen Mehrheit der Bevölkerung. Und ich fordere hier auch und sage das an die Adresse der Bundesregierung, ich fordere, dass die Bundesregierung endlich ihren Widerstand gegen Eurobonds aufgibt. Eurobonds sind Staatsanleihen auf europäischer Ebene. Und wenn der nationale Sozialdemokrat, ich greife jetzt die Kampfformel mal auf, Steinbrück erzählt, dann müsse er 3 Milliarden mehr Zinsen bezahlen längerfristig. Und dies könne er dem deutschen Steuerzahler nicht zumuten. Dann hat dieser Mann nicht den Durchblick über die europäische soziale und ökonomische Lage. Wir sind die Profiteure der europäischen Gemeinschaft. Wir haben Hunderte von Milliarden Exportüberschüsse angesammelt. Da können wir auch zustimmen, wenn anderen Ländern, die zu unseren Gunsten, wenn man so will, sich schlechter entwickelt haben, wenn denen geholfen wird mit Eurobonds. Ich fordere das hier ausdrücklich für die Linke in diesem Lande. Wir fordern siebtens, dass die Zentralbank in Europa endlich auch auf die Beschäftigung verpflichtet wird. Die mangelnden Wachstumsraten der vergangenen Jahre, die weniger guten Beschäftigungsentwicklungen der vergangenen Jahre in Europa im Vergleich zu anderen Industriestaaten sind darauf zurückzuführen, dass wir hier eine Ideologie haben. Unabhängige Zentralbank, also nicht demokratische Zentralbank, sondern unabhängige Zentralbank, die allein auf die Preis- oder Geldwertstabilität verpflichtet ist. Wem nützt das wohl in erster Linie? Vielleicht denjenigen, die also große Kredite haben und sie nicht mehr bezahlen können, nützt denen die Stabilität des Geldwertes? Wem nützt das denn eigentlich? Und wir können hier eine Forderung in Übereinstimmung mit vielen anderen europäischen Staaten stellen und die heißt, die Zentralbank, die Europäische Zentralbank muss a. demokratischer Kontrolle unterworfen werden und b. sie muss auch auf Wachstum und Beschäftigung verpflichtet werden. Wir fordern achtens gemeinsame Standards für die Regulierung der Finanzmärkte in Europa. Dazu muss gehören erstens Hedgefonds verbieten, zweitens Zweckgesellschaften verbieten, drittens Steueroasen verbieten und viertens Verbriefungen verbieten. Es ist doch unglaublich, dass diese 4 Forderungen in Deutschland bisher noch nicht im geringsten akzeptiert worden sind von der Bundesregierung. Da wird überall getagt, da wird beraten, es passiert überhaupt nichts. Es wird immer noch Geld in Steueroasen geschoben, es wird immer noch außerhalb der Bilanz Geschäfte gemacht, es werden die Verbriefungen weiterverkauft und so weiter und so weiter. Die haben nichts gelernt aus der Krise. Wir müssen sie endlich nötigen, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Wir haben den Vertrag von Lissabon auch deshalb abgelehnt, weil er durch die Entwicklung total überholt ist. Das haben viel zu wenige noch erkannt. Dieser Vertrag schreibt eine Wirtschaftsverfassung fest, die kläglich gescheitert ist, die gewaltig gescheitert ist. Ich will nur eine einzige Bestimmung hier vorlesen. Manchmal denke ich, dass die Verantwortlichen der Regierungen, der Mitgliedstaaten, wenn sie über Finanzmarktregulierung reden, den Vertrag nicht mehr lesen. Da steht, im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. Dritten Ländern sind auch die Steueroasen dabei. Da steht im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Zahlungsverkehrs zwischen Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich sonst nichts wüsste, wenn ich aber doch erkennen muss, dass Kapitalverkehrskontrollen im Vertrag ausdrücklich verboten sind, dann muss ich diesen Vertrag ablehnen, wenn ich irgendetwas begriffen habe von der Finanzkrise, von der Spekulation und von all dem, was weltweit jetzt die großen Probleme macht. Wir haben dem Deutschen Bundestag einen entsprechenden Katalog vorgelegt, um also diese Regulierungen deutscherseits zu beschließen. Wir haben es den Koalitionären versucht, einfach zu machen, indem wir den Katalog vorgelegt haben, den Helmut Schmidt wörtlich in der Zeit aufgeschrieben hat. Und dieser Katalog
verpflichtete beispielsweise die deutschen Banken dazu, keine Geschäfte mehr mit Steueroasen zu machen. Und diese Geschäfte sollten strafbewehrt sein. Das heißt also, unter Strafe sollte es gestellt sein, Geschäfte mit Steueroasen zu machen. Das wäre vertragswidrig, wenn wir das beschließen würden im Deutschen Bundestag. Kann denn irgendjemand hier unter diesen Bedingungen noch solchen Bestimmungen des Lissabon-Vertrages zustimmen? Es ist nun einmal so, liebe Freundinnen und Freunde, das ist ja tief in die Köpfe gegangen. 20 Jahre lang, 30 Jahre lang hat die Kommission darauf hingewirkt, dass privatisiert, dass dereguliert wird und so weiter und so weiter. Ihr wisst doch, wie das war bei der Telekom. Wer hat denn gedrängt, dass die Telekom privatisiert wird? Fragt mal die Beschäftigten, was daraus geworden ist. Wer hat denn gedrängt, dass die Energieversorgung privatisiert wird und dereguliert wird? Und ihr wisst, dass wir jetzt eben Preise haben und Abkassiererei, weil Monopole entstanden sind. Das war doch alles auch die Kommission. Wer hat denn darauf gedrängt, dass die Sparkassen und Landesbanken privatisiert werden? Es gibt eine Schamlosigkeit in Deutschland. Die besteht darin, dass man bei den Landesbanken sagt, der Staat hat hier versagt. Das ist viel zu einfach. Der Staat hat versagt, aber er hat versagt in Form der rechten Parteien, die in Zusammenwirken mit der Finanzindustrie darauf gedrängt haben, den Landesbanken das Geschäftsmodell zu zertrümmern. Man hat ihnen die Gewährträgerhaftung zerschlagen, dadurch hatten sie andere Kreditkonditionen. Man hat sie reif machen wollen für die Privatisierung. Und jetzt beschweren sich all diese Leute, dass eben die Landesbanken solche Milliardenverlusten angehäuft haben. Ich würde mal gerne eines wissen, wenn wir das Desaster bei der Westdeutschen Landesbank zu verantworten hätten, wenn wir das bei der Norddeutschen Landesbank zu verantworten hätten, wenn wir das bei der Sachsen-LB zu verantworten hätten oder wenn wir die ganze Scheiße in Bayern angerührt hätten, dann die ganze Presse wäre doch nicht mehr zum Aushalten. Aber die dürfen also Milliarden verschleudern.